Hallo, in diesem Tutorial geht es um den Kameradeformer von Cinema 4D. Wir stellen dazu mal ein Kugelobjekt und stellen dieses im Typ auf Hexaeder ein, damit wir ein relativ gleichmäßig unterteiltes Mesh bekommen und können nun unser Kugelobjekt auswählen, die Umschalttaste drücken und den Kameradeformer aufrufen. Und wir sehen auch gleich, dass wir hier ein Gitter über unsere Ansicht gelegt bekommen. Die Unterteilung des Gitters können wir im Kameradeformer jeweils für X- und Y-Richtung nochmal einstellen. Hier in diesem Fall stellen wir vielleicht jeweils 10 Unterteilungen ein. Und wenn wir nun in den Punktebearbeiten-Modus gehen, sehen wir, dass sich die Punkte hier für unser Gitter freigeschaltet haben und wir nun diese auswählen können, verschieben können und somit unser Kugelobjekt anhand dieser Punkte deformieren. Wenn wir nun unser Kamerawinkel ändern, sehen wir, dass die Deformation von unserer Kamerarichtung abhängig ist. Wenn wir nun natürlich in unserer Standardkamera normal in unserer Szene arbeiten wollen, müssen wir hier eine Kamera in unserem Deformer festsetzen. Dazu erstellen wir ein neues Kameraobjekt und können dieses hier hereinziehen. Und wir sehen, dass wir nun unsere Standardkamera wieder bewegen können und nun diese von uns festgelegte Kamera unser Objekt deformiert. Diese Kamera können wir natürlich jetzt auch verschieben und wir sehen, dass sich anhand der Ausrichtung der Kamera unser Objekt eben verformt. Gut, gehen wir mal hier wieder in diese Kamera rein, haben unsere Kameradeformer selektiert und können uns hier nochmal das Stärke-Attribut anschauen, mit dem wir eben einstellen können, wie stark hier unsere Deformation auf das Objekt wirken soll. Und wir haben hier einmal noch das Attribut Safe-Rahmen. Das ist hier eben angehakt. Dann verteilt sich unser Gitter eben nur innerhalb unseres Safe-Rahmens. Dieser Safe-Rahmen ist hier grau an der Seite. Vielleicht gehen wir hier in die Ansichtseinstellung und stellen hier die Deckkraft etwas höher, dann sieht man das vielleicht nochmal besser. Und wenn wir nun eben hier den Haken rausnehmen, sehen wir, dass unser Gitter auch über den Safe-Rahmen drüber geht. Nun können wir hier sagen, wann unser Gitter gezeichnet werden soll. Wenn unser Deformer aktiv ist, also wenn er selektiert ist, wird das Gitter gezeichnet. Wir wählen ihn mal kurz ab und wir sehen, dass das Gitter verschwindet. Nun können wir das auch einstellen auf immer. Dann sehen wir, dass das Gitter auch bleibt, wenn wir unseren Deformer deselektiert haben und eben auch das Ganze auf Hierarchie einstellen können. Dann wird eben das Gitter erstmal ausgeblendet, wenn wir unseren Deformer nicht selektiert haben. Aber wenn wir nun unser Kugelobjekt auswählen, sehen wir, dass sich unser Gitter wieder einblendet, auch wenn wir eben unseren Kameradeformer jetzt nicht ausgewählt haben, aber dieser in der Hierarchie eben drin liegt. Ja, das war's soweit zum Kameradeformer. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Tutorials und bis dann!